So. Dann weiter. An Tag 17 habe ich ja gerade gesehen, als ich mich neu angemeldet habe. So, zweiter One. Wir versuchen immer noch gegen Fate zu reden. Nicht zu reden. Okay. Ja, reden, wie komme ich auf Reden? Wir versuchen hier den Fate zu besiegen. Are humans in the bottom row have to die? Okay, wir versuchen hier. Ja. Schaut einfach zu. Humans, ich bin gerade irgendwie ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, jetzt. Also, wir werden jetzt einfach mal. Ja. Wir töten ein bisschen mehr. Und töten alle, die im oberen sind. Ich muss in der Bottom, in der Top. Oh. Und ich glaube, ich fürchte, ich mache das auch ein bisschen falsch. Weil wir müssen natürlich auch noch darauf achten. Mache ich jetzt auch so ein bisschen. Ich meine, das ist schon grundsätzlich eine richtige Idee, dass wir hier. Schon grundsätzlich die richtige Idee, dass wir die Aufgaben so ungefähr das Gegenteil von dem machen, was uns Fate als Aufgabe gibt. Aber wir müssen auch noch gucken, dass wir für den Weltuntergang dann noch, das wird Krankenschwester und so weiter, vielleicht dann, dass wir hilfreiche Jobs vielleicht am Leben lassen, dass wir nicht komplett random töten, ist vielleicht für das Happy End notwendig. Deathspawn, I have been ruminating on the humans. They vex me. Why do they exist? Their presence still seems unnecessary. Would it all not be simpler without them? Was? Nicht damit natürlich, ja, irgendwie schon, aber. My plan? I do not comprehend your reference. Das war die richtige Antwort. This is what you care about? Fine by me. It seems you marked more deaths than necessary. Enjoy your reprimand. Now depart. I have things to contemplate. Ja, ich habe mal mehr markiert als sonst. Wir bleiben schon bei 0. Okay, ein neues Outfit gibt es hier nicht. Haben wir ja keins gekauft. Trotzdem stand dort Dingens. Okay, wir haben 5. Wir kriegen kein Geld. Müssten uns mal das hier kaufen, aber egal. Da müssten wir eigentlich sehen, wie es mit der Geld, wie es mit der Welt weitergeht. Aber gut. Wir gehen auch diesmal nicht wirklich in die Bar. Die hat gerade nicht offen. Ja, das Handy, das vibrieren. Every other prophet has to die. Okay. Also alle verschonen können wir nicht. Okay. Wir haben einen Hausmeister. Journalist. Nanny haben wir hier. Narrative Designer. Digital Sports Kommentator. Okay, ich würde mal sagen, wir töten diesmal alle. Wir sind ein bisschen um halt dem entgegenzuwirken, was hier drin steht. Every other profile. Töten wir mal jeden. Tut mir leid für die ganzen Leute. Scheint doch keine Krankenschwester oder sowas mit dabei zu sein, die jetzt wichtig wäre fürs Überleben der Welt. Ich meine, ja, ist trotzdem. Jeder Mensch ist irgendwie schon heftig. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gekillt, weil wir alle getötet haben.
I am disappointed. I had hoped to avoid having this discussion a second time. Must I reiterate myself? You cannot mark every... Das war der dritte Streik, oder? If too many perish, the results will be disastrous. It will undo the whole plan. Apologize to those whose lives are lost due to your... You must better yourself. This will be noted down as your second warning. Okay. There will not be. Okay, eine zweite Warnung. Okay, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht alle am Leben lassen, wir dürfen nicht alle töten, das ist die Kunst. Wir müssen irgendjemanden am Leben lassen. Oder irgendjemanden, es muss immer ein Gleichgewicht sein. Naja, Gleichgewicht nicht, aber es darf nicht extremer von allem sein. The last three humans came from facts have to die. Okay, nochmal markieren wir die ersten drei. Also die ersten drei. Und die lassen wir am Leben. So, das war mal ein langer Ton. So, exakt das Gegenteil. Und erst nach, oh, da hat sich der Farbe des Himmels wieder verändert. Kommen wir jetzt schon langsam in die finalen Wochen. Why are you here? Oh, right. Ja, Tagesreport. Ich trinke mal ein Stück. Important research to perform. Trinken ist wichtig. Let us get on with it. Hydriert euch. I see the exact amount of profiles necessary. Good job. Was? Scheiße. Wir haben einen guten Job gemacht. Yes. That should suffice, I imagine. Wir haben die Anzahl. Ach du verdammt. Na toll. Rand. Goodbye, Grim. Mist. So ein Mist. Ja, das könnte im Happy End im Wege stehen. Naja, ich hoffe, wir gehen es trotzdem noch hin. Das Happy End. Any humans who seems suspicious have to die. And to seem suspicious have to die. Okay, jetzt sind wir wirklich schon im Finale. Jetzt kommt es hier wirklich auf gar nichts mehr an. Wir können nicht alle leben lassen. Puh. Wer ist denn wirklich unverdächtig? Ich glaube, hier können wir nicht mehr gewinnen. Ich habe auf einen getötet, der sah für mich ziemlich nicht suspicious aus. Biologiestudent. Ja, ich wüsste auch nicht, wie einer haben wir jetzt getötet. Wir können nicht alle am Leben lassen. Irgendwas müssen wir hier machen. Oh, Katze. As you enter your notice. That Fate's office is empty aside from Lady Paulington snoozing on the table. Aha. Nein. Haha, Grim, jolly good. As you may have noticed, I am absent. I decided for a short vacation. Ach ja, sein Urlaub. Die Szene ist es. And the free time will be essential for research. For the novel, yes? Hello, Grim, are you there? Curse this useless apparatus. It never works when I need it. So, perhaps you are wondering about the nature of vacations in our profession. Well, those are for highest management only. Ja, nur die Chefs dürfen Urlaub haben.
seltsam. You are just an amalgamation of ingredients. You are not even alive. But what of the conduct overview, you may be thinking? To be honest, I cannot be bothered at the moment. I am certain you have done. Now, I must go submerge myself. Toodles, Grim. Jetzt Wikinggeld, oh Mann. Das mit dem Happy End, ich weiß nicht, ob da daraus was wird. Ich glaube, da müssen wir auch mehr auf die ökonomischen Sachen gucken, also dass wir hier Leute am Leben lassen, die wichtig sind. 5 Menschen haben zu sterben, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Mensch muss separated, das ist auf most important. Oh Mann. Einer muss überleben. Wenn wir jetzt alle töten, dann sind wir raus. Five humans have to die. Aber wir können ja nur 4 Leute, wir können ja nur 3 Leute oder so gehen. Dann gehen wir mal 3. Therapist, der ist wertvoll, den können wir brauchen wir. Was haben wir, lassen wir am Leben. Den töten wir. Und ich lasse noch neben den Editor und den professionellen Gambler, das noch am Leben. Damit haben wir nichts gemacht, was drauf steht. Das müsste doch jetzt. Es darf doch jetzt kein Geld geben. Es gibt around the office, you see Nagy, Ponington, Loaning, Sampine und Tabor. Telefon klingelt. You would not believe the fun I am having. Such a transformation from the monotony of the office. Yes, you expect your daily summary. So, off you go. Ah, okay. Sehr gut. Schlechte Arbeit. Kein Geld. 2 Menschen müssen sterben. Okay, lassen wir 3 am Leben. Okay. So. Sehr schön. Schön gegen den Boss gearbeitet. Okay, die Bar hat noch nicht offen. Ich habe es wahrscheinlich schon mehrfach übersehen. Das offen hat. Ich gehe ja nicht runter zum Kaufen. Grim? Because you do not need one, and because I say so. Now, let us not waste time and get on with it. Right. I see fewer deaths than necessary. Right. Explain to me, how come you still have not got the hang of this? It has been 3 weeks. Rebellion. Whatever. Why am I livid? Because the rest of highest management thought it necessary to remind me that taking sudden leave is detrimental to our aspirations. Because they thought to admonish me for taking a couple of days to perform important research. Because, as was reminded, the saying goes. Das klingt ja schon fast nach Finale. How was it? Nothing in life is more certain than. Come now, it is death and taxes. It is like a famous saying. Either way, the nerve they have to lecture me on how to do my job. It is rather irritating, is it not? No matter, Grim.
I apologize for taking it out on you. Das geht hier schon langsam aufs Finale hinzu. Keine Bezahlung. End the day. Die Bar hat wieder zu. Das Archiv kam auch noch nicht rein. Ich frage mich, ob das irgendwo geht. Come with the flow. Ja, okay. Ein Schmuggler haben wir hier. Oh, retired hier, 73. Ein Schmuggler bringen wir auch um. Ja. Der Mikrobiologist auf jeden Fall am Leben. Firefighter, also müssen wir auch am Leben lassen. Und ich lasse auch am Leben. Stift aus der Hand gelegt. Psychologiestudent brauchen wir auch. Ich brauche wir auch. Security Guard brauchen wir erst recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Passt. So. Wenn wir dafür jetzt bezahlt werden, weiß ich auch nicht. Grim, welcome. Ich habe mein Bestes gegeben, gegen ihn zu kämpfen. I have been thinking of humanity, of mortality, their importance, worth, and meaning. You wish for a daily performance review instead of a thoughtful discussion? Go right ahead. I will not be holding you back. Wir rebellieren. Und wir kriegen Geld. Na verdammt. Ich weiß nicht, ob das was wird mit dem Happy Anton. Vier Menschen müssen sterben. Okay. Dann vom Alter nach. Eins. Und zwei, würde ich sagen. Ein Spy haben wir hier besiegt. Und das von dem Gymnast am Leben. So, vier Menschen müssen sterben. Da wurde wohl nichts draus. Ja gut, ich habe doch alles gegeben. Und da jetzt kein Happy End draus wird, weiß ich auch nicht. Ah, the beginning. It has the sweet taste of deliverance. Am Ende haben wir ja dann every blade of grass, every ray of light. Am Ende haben wir ja dann noch einen letzten Überlebenden, den wir sein. Wir schaffen es, die Sache nicht ins Chaos zu stürzen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Captivating day, is it not, Grim? What is it you were saying, Grim? My mind was absent. Scheint so, als ob wir es nicht schaffen. My high spirits leave me at a loss for words. Es nimmt wieder die Wendung, ich sehe es schon kommen. Verdammt. Try harder, Grim. Perhaps you can dig yourself out of this grave. Work awaits, Grim. Get to it. I trust you. Wir müssen heftiger arbeiten, um das Schicksal zu besiegen. Work to be done, while there is still time. Der redet immer noch. So, Grim Office. Sechs Menschen müssen sterben. Töten wir die Hälfte. Fast Food Chef. Ja, weniger Fast Food. Juhu. Und dann lassen wir die anderen am Leben. Lass noch mehr. Lass noch mehr überleben. Auch mal gut.
Sehr schön. Immer schön nicht die Aufgaben erfüllen. Darauf kommt es doch an. Grim, I find myself at an impasse. Lend me your thoughts. Ach, der Impfpass schon wieder. Should my prose be more experimental? Or should I stick to traditional narrative techniques? Why do you even say that, Grim? Wird der König erklären, wie wenig das mich interessiert. Come now. There's always some emergency or another out there. Fine. Let us take a look at the situation. My, so much chaos. Verdammt. Pain and suffering are off the charts. A dystopian sieht ganz aus, als wird es wieder ein Weltuntergang geben. Obwohl wir gegen gearbeitet haben. Ah, it will not last long. Nearly all resources have already been wasted. Was habe ich falsch gemacht? Humans turned into food paste to feed the starving. Beziehungsweise, was habe ich richtig gemacht? Do not seem to be going well at all. Are you sure? You are but a grain in this cosmic process. Lacking the complete picture. What is done is done. These are the consequences you must live with while you still live. Off to work, Grim. Certainly you have no time to waste now. Genau, wir haben keine Zeit zu verlieren. In den meisten Tagen haben wir doch nichts verdient. Das heißt, wir haben gute, schlechte Arbeit geleistet. Gegen den Fate, gegen das Schicksal. Destruction for the day, two humans have to die. Okay, da bringen wir einen rum. 73, okay. Den ältesten. Okay, aber das sieht mir noch nicht nach totalem Chaos aus. Das sieht man diesmal wirklich nicht. Vielleicht haben wir irgendwann den letzten Menschen in Ordnung bringen müssen, aber das sieht mir, das kommt mir nicht so chaotisch vor wie beim ersten Mal. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ja. How goes it out there in the wilds? Really? Glancing at the report backlog, things do not seem to be getting any better out there. Minds and personalities erased, people reduced to look like mindless drones consuming the entertainment of frolics. Oh, that looks like a nerve stapler. My, my, it truly looks like the end. I am giddy with anticipation. The worst. Well, I do hope you will manage. Goodness, look at the time, Grim. Precious moments wasted. Enjoy your night. Es geht langsam aufs Finale zu. Wir haben unser Bestes getan, um gegen den Boss zu arbeiten. Schauen wir mal. The few remaining humans have to die. Okay. Tja, da haben wir einen am Leben gelassen. Was vielleicht schon die Idee ist. Einer bleibt am Leben. Oh, die Bar hat offen. Gehen wir zum Schluss nochmal hier rein. Haben wir ganz verpasst diesmal. Oh, Mortimer. Ich stelle mich so. At last we meet here.
Der erste Mann ist schon länger her. You know, I'm reminded of the time me and me crew were sailing around the Cape of Ill Omen. Okay, erzählen wir ihm wieder eine Geschichte. A correspondent to the name. A mighty storm or a brewing right on the horizon. Shook our ship to and fro. Many of me mates swept into the icy depths of the unforgiving ocean. Aye, the sea's a cruel mistress. No ways about it. Once we get to the harbor for a bit of rest and repairs, I get an invitation to the governor's ball. Mm-hmm. Turns out, they have heard of Mortimer, scourge of the ocean. I ain't one for flattery, mind you. I dance with many guests that night, gifting trinkets from a pump merchantman we plundered earlier. Absolutely, ye scallywag. Old Mortimer's always willing to hear tales of glorious exploits. Jetzt erzähl mir ihm eine Geschichte. Okay. Ich erwachte an einem Tag. Mit einer. Hielt eine Liste der wichtigen Ingredients, der wichtigsten Sachen wahrscheinlich, genannt. Auf einmal tastete. Okay. Rainbow. Ich hab Regen geschmeckt. Ein menacing Monster appeared. Okay. Gruseliges Monster wahrscheinlich. Bellt mich an. Mein Bild. Aha. I see. Eine lustige Geschichte. Ohne Sinn und Verstand. Most remarkable tale. A marvelous memoir. A fabulous fable. In return, I offer ye a gift. This here contraption is called a phantasmalizer. Use it to measure the many spirits ye have imbued into your gullet. Handy after any visit to the tavern. 'Twas a great pleasure to have your attention. Time to head back to me Emporium. Comrys awaits. Okay. Lustige Geschichte erzählt. Am letzten Tag, wie es aussieht. So. It is growing quieter, Grim. Not much left now. An immaculate execution. The work of an artist. From imaginative spirits of mindless automatons. Then ground to dust by their malicious overlords when crisis finally struck. A swan song for those who forgot how to dream and improve, and gave themselves to lethargic mediocrity. Anyway, and crucially, my book is nearing completion. Maybe the answers lie in the book, yes. Leave me to my grand labor, Grim. Tomorrow we shall deal with the final matters of this office. Oh man. Okay, keine Bezahlung. Am vorletzten Tag. Letzter Tag.